Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft SkyQuest zusammen mit dem Early Boy und dem Balui. Ich bin Balui. Guten Tag! Und wir sind wieder da, wieder vereint, wieder am Bauen und wir sind gerade dabei, unsere 4 Reaktoren zu bauen. Einen! Das hättest du mir früher sagen sollen. Jetzt habe ich schon. Kannst du sagen mal, warum kann ich kein Cryo-Thumb Dust herstellen? Müsstest du herstellen no können. No crafting CPUs available. Okay. Dann ist gerade. Ja, weil da irgendwas mega anderes. Nein. Normalerweise. was will er denn gerade craften? Guck mal bitte in den Crafting-Task rein, was er gerade craftet. Bastelst du Reaktor-Casing? Ist das immer noch drin? Das kannst du abbrechen. Das dürfte eigentlich gerade nicht mehr nötig sein. Aber wo hängt's denn da? Gesundheit übrigens. Gesundheit! Danke! Es hängt daran, dass er noch dabei ist, 4.500 Pulverized Coal herzustellen. Ah, okay, dann ist es der Pulverizer, der blockiert. Das ist schön zu wissen. Dankeschön. Ja, cool. Aber dann kannst du einfach abbrechen. Dann wollen wir die 4 Generatoren mal anders fertig. Warum hast du nicht einfach noch einen Pulverizer hingebastelt? Das können wir auch machen, aber es war jetzt momentan noch nicht nötig. Weil bis gerade funktioniert es ja noch wunderbar. Es war ja bis jetzt die Verarbeitungsstraße noch nicht so groß aufgezogen. 4. Wir brauchen ja jetzt nicht so ohne Ende Zeug, ne? 12, 13, 14, 15, 16. Wie weit sind wir denn in unserem Autocrafting? Kann sich Early damit nicht beschäftigen, dass wir die Quests weiterkommen? Was im Autocraft? Welche Quests denn? Ich weiß jetzt nicht, was du autocraften möchtest für Quests. Ja, weiß ich nicht. Was haben wir denn an Quests? So alles Mögliche. So, jetzt müsste ich doch theoretisch, weil ich das jetzt abgebrochen habe, davon herstellen. Ja, okay. Machen wir ein paar mehr. Ja, ich weiß ja nicht, was du meinst. Also, ich meine, es gibt eine Menge Quests, die man machen kann. Und da ist das Autocrafting ja nicht unbedingt essentiell zu. Das ist halt ein cooler Weg, das schnell zu machen. Okay. Das ist ja klar, aber welche Quests willst du denn gerade noch machen? Die Water Shards sind deine Sache. Das ist, da müsstest du Tomcraft-technisch die automatisierten Autocrafting-Sachen halt am Ende machen. Ja, ja. Und das ist das Problem, dass ich nicht weiß, wie man diese Matrix in Tomcraft herstellt. Also es gibt so einen Sachmoment. Nee, das ist, wenn du dir das angucken könntest, wenn das fertig ist, können wir die Water Shards relativ automatisiert herstellen. Und zwar gibt es ein, wie hieß denn das? AIAE2 Stuff was nicht, sondern Taumik. Genau. Ich brauche ein Tier. Habt ihr irgendwo ein Tier? Ein Tier? Ja, es gibt eine Menge. Oben auf der Insel. Da, hallo. Balui, du könntest mal bitte nach einem Knowledge Core gucken. Das ist nämlich etwas, was wir brauchen, um dieses Auto zu machen. Balui, du brauchst eine Empty Water Jar. Ja, habe ich. Ach, Warded? Nein. Doch. Du bist gewarded, ja. Aber mit was gewarded? Nein. Hallo. Wenn sich. Was war das denn? Meine Frage, wenn zwei Crafting CPUs gerade zwei verschiedene Rezepte craften, wo aber ein und dasselbe benötigt wird, blockieren die sich gegenseitig? Das eine steht hinten an und wartet auf das andere, ja. Ne, die beiden produzieren gerade gleichzeitig. Weil sie wahrscheinlich eine gerade hochfangen. Die produzieren gerade Stealing in das andere, aber auch. Ne, doch nicht, okay. Ne, also das ist. Lesen wir uns nochmal durch, wie das hier funktioniert. With a creature, what? And a containment focus. Der produziert den gerade von euch Sandstone. Nicer Animals. Sandstone produziert er wahrscheinlich von selber gerade. Warum? Weil wahrscheinlich du gerade Kryotherum hergestellt hast, oder? Ja, warum lässt sich das denn nicht fangen? Wenn du gerade Kryotherum hergestellt hast, dann bedeutet das im Endeffekt, dass er jetzt hingeht und das gerade nutzt. Das Kryotherum, das du gemacht hast, hat nämlich das Sulfur genommen aus dem System. Ah, der sorgt dafür, dass immer so viel vorhanden sind, oder ja, wie? Ja, der sorgt jetzt gerade dafür, dass er mit Sandstone neues Sulfur herstellt, damit das weiter im System drin bleibt auf einem gewissen Caps. Ich glaube, das liegt bei 10.000 oder 2.000 oder 4.000. Wir haben bereits 60.000 Sulfur im System. Ja, aber es ist wahrscheinlich 100.000. Auf wie viel habe ich es denn gestellt? Wir können es da unten ja sehen. Moment. Kannst du das nicht auch mit Pulverized Coal machen, Katze? Das würde theoretisch funktionieren. Das heißt, immer wenn er nichts zu tun hat, produziert er? Warte mal, was? Oder wie? Warte mal, nee, nicht Sulfur, sondern Nita. Nita ist das, was er damit herstellt. Boah, alles wir brauche. Ja, Nita macht er jetzt, bis er 1000 hat. Das ist das, was er jetzt gerade. Ja, mach das Ganze mal mit Pulverized Coal auf, weil Pulverized Coal brauchen wir so oft, das dauert Ewigkeiten. Pulverized Coal brauchen wir gerade eigentlich zum allerersten Mal. Wofür brauchen wir das denn noch?
Ich habe so auf für Steel. Ja, wir brauchen das öfter, aber das stimmt schon. Für Steel aber nicht mehr. Das ist ja nur noch für die Reaktor-Casings gerade momentan am Craften. Wie brauchen wir das Steel nicht? Weil wir kein Steel hier brauchen an und für sich. Das Steel, das wir hier brauchen, wird hier mit Kohl das gebraucht. Aber das Steel, das wir hier brauchen, also Steel, Moment. Das Steel, das es hier gibt, das wir hier brauchen, brauchen wir nur für die Reaktor-Casings. Es gibt kein anderes Rezept, wofür wir das gerade brauchen. Das ist nur ein Iron-Ersatz und das ist nur für die Reaktorsachen und wenn wir die 4 Reaktoren da fertig gebaut haben, dann ist er fertig. Ja, ist ja okay. Wir können das gerne auf Autocrafting legen. Dann kannst du Resonant. Nee, ich habe jetzt einfach gesagt, er soll 5000 Pulverized Coal herstellen, fertig. Oh, warum geht soll ja dann reichen. So, was steht jetzt an? Wo bauen wir den Reaktor in Katze? Komm mit. Moment, was? So, hier sind gerade. Katze! Baloo, komm in Last Millennium. Komm ins Last Millennium, sofort. Warte, gleich. Ich muss gerade, crafte gerade was. Was aber nicht funktioniert. Ich weiß noch nicht so ganz, warum. Ach, Baloo, komm ins Last Millennium. Was hat er gemacht? Was ist passiert? Ich hab gar nichts gemacht. Er ist doch bescheuert. Was soll denn? Da sollen die Reaktoren hin, oder was? Das sind die Reaktoren. Irgendwie geistig total gestört oder so. Ich nenne mich selber Katze, ich glaube schon. Was produziert denn am meisten Licht? Am meisten Licht? Denke ich, gehe wieder. Flatlight. Was für ein Ding? Ein Flatlight. Eine Taschenlampe. Flatlight präsentiert. Ja, Flatlight produziert am meisten Licht auf den Spot, wo du es hinsetzt. Ja, keine Ahnung. Ich nehme jetzt Lowstone. Das ist eine gute Einstellung. Oh, ich weiß nicht, wie es geht, die Blutung. Was mache ich denn falsch? Warum klappt das denn nicht? Katze, sag doch mal. Was denn? Klappt nicht. Was denn? Craften. Was denn craften? Warte. Ich weiß, warum es nicht klappt. 360 Boxen! Aua. Du darfst mich nicht hauen, ich bin ein Feuermagier und mächtig. Da habe ich Early Boy gestern schon versucht beizubringen. Der hat mir das auch nicht geglaubt. Ich hab die Armbrust, halt dein Maul. So, was denn? Hast du den Knowledge Core geguckt? Nein, ich muss jetzt. Nein, kann ich noch nicht. Wie Knowledge Core? Was ist ein Knowledge Core? Katze hat dir gesagt, du sollst nach dem Knowledge Core gucken. Das ja, und dann? Das ist eine Sache, das brauchen wir, um da die Rezepte drauf einzuspeichern für dein automatisches Tomcraft Crafting. Ja, machen wir nachher. Ich muss jetzt erst mein Quest fertig machen. Oh Gott. Okay. Was macht denn Early schon wieder, wenn er mein Gott schreit? Katze, du machst einfach fertig. Warum denn? Ich verstehe das, Erdi. Ich finde das auch schrecklich. Du hast schrecklich. Jetzt alle Reactor-Crazies, die ich gebastelt habe. So. Was heißt hier du gebastelt? Die habe ich in Auftrag gegeben. Aber du hast recht, wir haben irgendwie... Katze, ich habe ein Problem. Was denn? Hier ist keine einzige Mob-Essenz und ich bräuchte die eigentlich alle. Wie, hier ist keine einzige Mob-Essenz? Ja, bei meinem Tempel ist keine Mob-Essenz mehr. Ach, du hast unten keinen Reaktor angeschaut. Warte, wir lesen das für dich eben. Du hast unten keinen Tesseract angeschlossen, der die Mob-Essenz empfängt, oder? Ich weiß nicht, wie du das hier gemacht hast. Ja, du hast unten keine Mob-Essenz angeschlossen. Warte, ich mach das kurz mit dir. Wie du? Du hast das gemacht! Nein, ich habe bei dir eben nicht weitergearbeitet. Du bist eine unfähige Katze. Nein, ich bin eine liebe Katze. Okay, jetzt muss ich einfach nur... Okay. Eine liebe Katze bist du dann, wenn das hier alles wieder funktioniert. Wenn das hier wieder alles funktioniert? Das muss alles funktionieren? Alles. Alles? Du kannst nicht einfach streamen und dann bei mir hier alles kaputt machen. Das geht einfach nicht. Also dafür, das finde ich nicht okay. Tue ich das ziemlich häufig. Ja, das ist nicht okay. Ja, doch. Finde ich schon. Nein. Doch, das ist legitim. Nein. Ist legitim. Ist sehr legitim. Nein. Ist äußerst legitim. Nein. Oh Gott. So. Mobfarm Loot. Mode Receive Only. Und da müsste jetzt eigentlich... Also hier liegt es mal daran, dass du keinen Zwischenspeicher mehr hast bei den Dingern. Mhm. Bedeutet im Wer Endeffekt, das zu verantworten? Katze. Nee, der Zwischenspeicher von den Dingern, dass die keinen Zwischenspeicher kriegen können, wenn sie hier auf Extract stehen, ist klar. Ja, du hast das gemacht. Aber du hast jetzt hier dann deinen Zwischenspeicher und die Dinger dürfen jetzt auch wieder volllaufen mit Essenz. Wann? Moment, wo kommt die Essenz her? Aus der Bedrockium Drum hier. Boah, das dauert aber ewig. Da kommt ja im Moment gar nichts rein. Du denn so, basteln, viel Spaß damit. Oh. Komm, wie lange das dauert?
Und warum stehen die alle auf Spawn Exact Copy? Welcher Vollidiot hat das denn gemacht? Da ist immer wieder irgendwas verstellt. Da hätten wir jetzt noch irgendwo eine Verarbeitungsstraße, können wir den ganzen Kram schneller herstellen. Welchen Kram? Oh, wer hat denn das? Och, Mann! Ich bin gerade dabei, Early. Wir bauen uns einen neuen Pulverizer und machen das, was du gesagt hast, mit dem Nieter da unten genauso. Nochmal nur für Coal. Oder wenn du willst, kannst du den Pulverizer gerne bauen. Allein nee, bist du unfähig, mit. Denke mal hier. Ich bin nicht unfähig, ich bin Katze. Nein, du bist fähig. Ja, danke. Ich brauche eine die Aufgabe. Ja, ich gebe dir gerade eine Aufgabe und du sagst, nee, mach du. Okay, ich passe den Pulverizer. Pulverizer, Pulver hier und da und überall. Hast du schon angefangen? Nee, ich habe nicht angefangen, aber ich sehe gerade, wir haben den Resonant Machine Frame nicht eingespeichert. Was ist das denn für eine Aktion? Warte mal, ich speichere den mal kurz in Resonant. Da kannst du nur dich selber für verantwortlich machen. Ja. Ich habe den schon angefangen. Katze, ich habe keine Essenz mehr in dem Ding drin. Wir haben kein Copper Gear mehr. Und es ist auch kein Rezept dafür vorhanden. Katze, kann das sein, dass wir keine Mob-Essenz mehr im Zwischenspeicher haben? Ist das alles nur noch was? Nee, das ist 5 Millionen Mob-Essenz noch mindestens drin. Okay, dann wundere ich mich, warum das so lahm ist. Warum brauchen wir... Achso, die Copper-Gears sind nicht auf Auto-Crafting? Nee. Was? Es sind alle Gears auf Auto-Crafting. Copper-Gear sind denn diese Copper-Gears nicht auf Auto-Crafting? Moment. Hallo, Eddie. Ich bin Baloui. Baloui, schlag mir nicht, sonst nehme ich das Ding da wieder raus. Toll. Aua, aber du darfst mich schlagen, oder was? Wo sind wir denn hier? Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Ach. Bist du sicher? Ich fände das toll. In welche Schmelze können wir das Copper-Gear denn hinzufügen? Leute, was würdet ihr euch denn, wenn wir drei ein weiteres Projekt machen wollten würden, was würdet ihr euch denn wünschen, was nach Agrarian Skies kommen sollte? Irgendein cooles Modpack. Habt ihr Ideen? Dann schreibt mal ein paar in die Kommentare. Bin mal gespannt, was dabei rumkommen würde. Auch gern was Ausgefallenes. Irgendwas, was nicht jeder kennt, nicht jeder spielt, nicht jeder hat. So, irgendwas Schweres für Early. Ja! Was hast du gemacht, Early? Ich habe einmal eine große Drum angeschlossen. Wo? Oh. Dankeschön. Was immer du gemacht hast, ist gut, es läuft. Ich glaube, die Villager hassen mich. Das aber keine Bedrockian Drums mehr? Jetzt bin ich aber gerade wirklich verwirrt. Warum haben wir denn so wenig Copper Gear? Ah, es regnet schon wieder! Ja, wir können ins Bett gehen. Bettchen! Kalender, Kalender, du bist ja schon, oder Early cheatet einfach. So dünn, jetzt ist es bis Weihnachten nicht mehr lange hin. Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn. Jetzt ist es mit Early und Katze nicht mehr lange hin, schrimm, schrimm. Wir brauchen eine Schmelze. Lag der Server? Ja, was immer ihr gerade gemacht habt. Ihr habt den Server gecrashed. Ist er crashed? Early, was hast du gemacht? Ich hab grad. Nein, ist nicht gecrashed. Weil ich ein Stack Cauldrons hergestellt habe, hat der so geleckt. Ja, du musst dir überlegen, du bist hier in einem Subnetzwerk. Bedeutet im Endeffekt, alles, was du hier machst, muss da vorne in dem Chunk erst in dem Drawer umgearbeitet werden. Ja. Dann sind die Dinger da auch noch als Blocks meistens drin gespeichert und werden dann erst in Iron Ingots umgerechnet. Bedeutet im Endeffekt, du craftest einen Stack Cauldrons und das ist einfach ein kompletter Stack Iron Blocks, den er anders umbauen muss. Und das kann manchmal bei dem Subnetzwerk hier ein Problem geben. Deswegen hatte ich auch vor, die Subnetzwerke alle zu vereinen unter einem Netzwerk. Weswegen auch so viele 64K-Disketten von mir in Auftrag gegeben wurden. Jo, gut. Ihr Lieben, aber wir müssen die Folge beenden. Revi ruft gerade an. Hallo, eine Sache tue ich noch hier. Bei deiner Monster Farm. Wo bist du? Hallo? Ich bin oben bei meinem Dings, bei meinem Magieturm. Ach so. So, extra für dich was gebastelt wegen Villager. Okay, nee, dann mach. Machen wir nächste Folge, okay? Mach halt Schluss. Okay. Na gut, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr kommt morgen wieder, da gibt's ja die nächste.
guck bei Katze und bei Early vorbei und ich habe gar nicht die Abmoderation, eigentlich hat die Katze. Ja, also genau, schaut bei den Leuten in der Videobeschreibung vorbei, die sind alle immer brav verlinkt. Schreibt uns auf jeden Fall die Fragen, die wir euch gestellt haben, zwecks dem neuen Projekt mal in die Kommentare rein, würde mich selber auch sehr gerne interessieren. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch zusammen dann auf den Kanälen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.